Hallo meine Lieben und willkommen zu einem gesponserten Video von MeanSkins. Das ist eine Seite, da könnt ihr Roulette spielen. Und wie immer handelt es sich hierbei um CSGO, das heißt, ihr könnt eure Skins hier bei Refill einzahlen und die sind bestimmte Coin-Werte. Und diese Coin-Werte könnt ihr dann hier verwetten und verdoppeln oder sogar vervierzehnfachen, wenn das grüne Feld dran kommt. Das ist natürlich ein Glücksspiel. Das heißt, alles ab 18 Jahren und ihr solltet selbst auf euer Geldverhalten achten. Ihr könnt auch echtes Geld einzahlen, ihr könnt aber auch die Skins einzahlen. Und ich habe von dem Betreiber der Seiten $80 bekommen, das entspricht, glaube ich, 3055 Coins oder was das ist. Weil ich hatte vorher noch ein bisschen gespielt, selbst, um zu gucken, wie das hier abläuft. Und gleich, wenn diese Runde vorbei ist, können wir hier mitwetten und somit ein bisschen verdienen oder auch verlieren. Das ist selbstverständlich Glücksspiel. Wir können es nicht wissen, ob hier irgendwas gerickt ist oder nicht. Ich setze mal auf schwarz und zwar setze ich da 110 Coins drauf. Und wenn wir Glück haben, wird das zu 220, wenn dann ein schwarzes Feld drauf kommt. Und so ist das ganze Prinzip. Wenn es auf grün kommt und wir setzen auf grün, kriegen wir das 14-fache unseres Gewinns. Und das Ganze können wir uns natürlich hinterher in weitere Skins im Shop auszahlen lassen. Da sind sehr schöne Sachen bei und es ist schwarz. Demnach 220 Coins gewonnen. Und somit Gewinn gemacht. So, und wenn man einmal schwarz ist, bleibst du am besten schwarz. Das habe ich im Chat herausgefunden, das sagen alle und irgendwie habe ich bisher damit nur gute Erfahrungen gemacht. Deswegen setze ich jetzt 150 nochmal auf schwarz und wir hoffen, dass das irgendwie was klappt. Und sollte ich hier einen guten Gewinn rausziehen und einen guten Skin hinterher rauskriegen, werde ich den verlosen. Vielleicht, wenn es mehrere sind, je nachdem, wie gut das hier läuft, werde ich auch mehrere verlosen. Ich muss erstmal schauen und es ist wieder schwarz geworden. Das heißt, wir haben jetzt 300 Coins dazu bekommen. Wir haben schon die ganze Zeit nur Gewinn gemacht. Ich setze nochmal auf schwarz. Das ist eine Glückssträhne und ich packe nochmal 100 drauf. 250 setze ich jetzt auf schwarz. Ich hoffe echt, dass das etwas wird. Und wieder schwarz. Jetzt haben wir wieder Plus gemacht. Sehr schön. Also bisher nur Gewinne, nur Gewinne. Es kann natürlich aber auch mal anders laufen und wir können verlieren. So läuft das hier. Ich setze jetzt mal auf rosa. Und zwar auch wieder 250. Da wir ja gerade das Doppelte davon reinbekommen haben, wäre es nicht schlimm, wenn wir die 250 verlieren. Ich hätte bei schwarz bleiben sollen. Verdammt. Sag ja, einmal schwarz, immer schwarz. Und somit haben wir 250 Coins verloren. Und sind wieder bei 3100 irgendwas. Ne, bei 3316. Okay, ja gut. Stimmt. Aber wir sind immer noch im Plus. Ich setze jetzt mal 250 auf grün. In der Hoffnung, dass grün rankommt, dann vervierzehnfacht sich unser Gewinn. Und das wäre echt eine gute Summe. Schade, schade. Und haben wir wieder 250 verloren. Ich bin aber immer noch bei dem, was ich bekommen habe. Jetzt sind wir wieder ungefähr auf dem normalen Stand. Und jetzt wette ich wieder auf schwarz. Und ich bleibe bei 250. Ich möchte erstmal ein bisschen safe gehen, da ich nicht so viel bekommen habe. Und da ich auch sehr viel verlieren kann natürlich. Und am Ende dieses Videos möchten wir ja was ordentliches rauskriegen zum Verlosen. Schwarz, sehr schön. Haben wir wieder einen Gewinn gemacht. 500 auf schwarz. In der Hoffnung, dass das jetzt keine schlechte Idee war. Wird aber schwarz. Ich möchte 1000 rausbekommen. Und es wird lila. Da ist es. Sind wir auf unser Grund gekommen, was ich drauf hatte. Auf unser Grundgeld schon wieder drauf gekommen. Ich setze doch mal auf schwarz. Und ich setze doch mal 500. Und hoffe, dass ich da die 500 nochmal gewinne. Wenn ich sehe, was die Leute hier für Summen wetten, müssen die halt echt sehr viele Skins reingepackt haben. Oder sehr, sehr lucky sein, was das Gewinnen angeht. Schwarz und lila. Da haben wir wieder 500 verloren. Jetzt sind wir ziemlich tief. 2566 Coins habe ich. Und ein All-In möchte ich nicht riskieren. Ich gehe mal aufs Minimum, pack da auf 50 und mache wieder 250. In der Hoffnung, dass es wieder schwarz wird. Und es wird schwarz. Sehr schön. Da habe ich schon wieder ein bisschen was reinbekommen. Perfekt. Da habe ich schon wieder 500 Coins rein. Es wird jetzt nochmal spannend. Ich habe 1000 auf schwarz gesetzt. Und es wird pink. So schnell kann es gehen. Ich habe nur noch 1416.
Ich dachte, ich möchte mal den Gewinn ein bisschen maximieren und es ging komplett nach hinten los. Und jetzt gehen wir erstmal wieder auf 450 auf schwarz nochmal und hoffen, dass wir da wieder was reinbekommen, weil sonst ist hier bald Ende. Ich spiele hier sozusagen mit einer Bezahlung, also mit meinem Geld. Das ist ein bisschen frustrierend, aber wie gesagt, es ist halt immer mit Verlust. Und da kommt wieder Pink und wir haben wieder Verlust gemacht. Wir sind bald, wir haben keine 1000 Coins mehr. Von den 3055 oder sowas, von den 3065 oder so, die wir bekommen haben. Aber ich setze trotzdem weiter auf schwarz. 350 aber diesmal. Und somit sind wir bei 616 Coins. Und jetzt hoffe ich, dass schwarz rankommt. Ich gucke erst gar nicht hin. Ich habe echt Angst davor, zu wissen, was es ist. Und es ist schwarz. Ach, Glück gehabt. Wir haben ein bisschen was gewonnen. Erst machst du Minus, dann machst du Plus. Und du weißt nie, was kommt. Du weißt nie, was kommt. Und deswegen solltet ihr auch echt darauf achten, wenn ihr hier spielt, wie viel Geld ihr einzahlt, wie viele Skins ihr einzahlt und vor allem, wie viel ihr davon verspielt. Denn am Ende kann alles davon weg sein und ihr werdet euch sehr ärgern. Logischerweise. Ich ärgere mich ja jetzt schon und ich habe ja nicht mal wirklich mit meinem eigenen Geld gespielt. Und 500 habe ich auf schwarz gewettet und wir kriegen 1000 wieder drauf. Da seht ihr, ich komme wieder ins Plus. Und ich hoffe, dass ich euch bald einen Kontostand hier auf der Seite zeigen kann, mit dem man etwas Nettes holen kann. Tja, Leute, ich möchte nichts sagen, aber ich verspiele unser Geld. Leider. Das ist super, wir haben nur noch 316 Coins und irgendwo muss ich setzen. Und ich setze jetzt die restlichen 316 auf schwarz. Und wenn wir nicht gewinnen, dann werde ich mein eigenes Knife, was ich noch habe, das Ultraviolet, das werde ich verlosen. Und es ist schwarz, es ist schwarz, es ist schwarz. Es ist schwarz. Okay. Puh. Gut. Wir haben also doch noch eine Chance. Wir haben 632, wir haben wieder alles wiederbekommen. Jetzt, ich setze aber... Nein, 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 Minus, Minus. Hä, was? Okay, okay, okay. Ich muss jetzt schnell setzen, weil sonst wäre es auch vorbei gewesen. Ich setze jetzt 100 auf Pink. Ich hätte jetzt, wenn wir verloren hätten und wir wirklich 0 noch hätten, mein Bayonet Ultraviolet, was ziemlich abgeranzt ist, euch gegeben. Verlost. Das bekomme ich erst, das hatte ich an der Wette verloren und jetzt bekomme ich es erstmal wieder in ein paar Tagen. Und dann hätte ich euch das gegeben. Ich setze jetzt 300 auf Pink. Worauf setzen wir? Schwarz, all in. Okay. Ich sehe es kommen, das war der Lose. Das wäre der Lose. Damit hätten wir alles verloren. Ich guck gar nicht hin. Ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin. Und damit haben wir alles verloren. Okay. So schnell kann das gehen, Leute. So schnell kann das gehen. Somit wären wir raus aus dem Rennen. Alles verspielt, leider. Aber ich werde mein Ultraviolet, mein Bayonet Ultraviolet werde ich verlosen. In der Videobeschreibung steht, was ihr dazu tun müsst. Und an dieser Stelle würde ich sagen, danke fürs Ansehen. Überlegt euch gut, ob ihr auf dieser Seite spielt oder nicht. Überlegt euch gut, wie ihr mit eurem Geld und mit euren Skins umgeht. Und würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann einmal in den nächsten Videos. Und bis dahin, viel Spaß.